Hallo meine Zaubermäuse und herzlich willkommen zum heutigen Paint Day. Ja, wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, Daumen nach oben und Kommentare sind natürlich auch sehr gerne gesehen. Ja, aber ich schnack jetzt nicht so lange, legen wir doch einfach los. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen Schnee dieses Jahr und damit ihr darauf vorbereitet seid, falls eure Kunden gerne einen Schneemann möchten, machen wir heute einfach mal einen Schneemann. Ja, was braucht ihr dafür eigentlich? Ihr braucht einmal ein French Weiß. Dann Acrylfarben in Weiß, Rot und Schwarz und ein leichtes Blau. Dann bräuchten wir noch einen Dotting Stick zum Malen später und für den French. Und natürlich noch einen Einerpinsel, um dann die ganzen Sachen schön auf den Nagel zu malen. Zudem bräuchtet ihr noch eine Malunterlage, um die Farben so ein bisschen zu mischen. Ich habe jetzt hier eine Plastikunterlage. Ihr könnt natürlich auch Keramik oder Metall nehmen und dann natürlich noch Wasser, um das Ganze auszuwaschen. Ich fange jetzt erstmal an, den French zu machen. Da müsst ihr jetzt nicht wirklich drauf aufpassen, dass der schön akkurat wird, weil das wird ja eine Winterlandschaft. Daher können wir das Ganze ruhig so ein bisschen ja, nicht so schön machen. Leicht hügelig, würde ich jetzt mal sagen. So, das Ganze kommt dann erstmal in die Lampe zum Aushärten und dann geht es weiter mit dem Aufbaugel. Ich werde das Aufbaugel jetzt, also den Apex simulieren mit einer dünnen Schicht Aufbaugel. Ihr solltet beim Kunden dann den Apex modellieren quasi und das Ganze nachfeilen und dann fangen wir an zu malen. Ignoriert einfach mal das Rosa, wir haben jetzt hier Schwarz, Rot, Weiß und das Blaue. Das Blaue hat jetzt einen leichten Schimmer, ist jetzt aber nicht ganz so tragisch. Wir fangen jetzt erstmal an, mit dem Dotting Stick die Kugeln des Schneemanns zu formen. Dabei einfach den Dotting Stick in die Farbe eintunken und dann geht es auch schon los mit den Kreisen. Einfach auf dem Nagel Kreise ziehen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Kopf an und so kriegt ihr wunderbar gleichmäßige Kreise hin. Dann die zweite Kugel von insgesamt dreien. Und dann noch die größte Kugel, die dann quasi der Unterkörper ist. Und dann mache ich jetzt mit dem Einerpinsel noch den Schal dran. Der soll ja weiß werden und mit so kleinen roten Applikationen. Dann fange ich jetzt an, mit Rot die Nase zu machen und noch so ein paar andere kleine Applikationen, wie zum Beispiel den Schal ein bisschen weiter ausarbeiten. Da wirklich darauf achten, dass ihr nicht zu fest mit dem Pinsel aufdrückt, denn umso fester ihr drückt, umso dicker werden die Striche. Dafür würde ich euch empfehlen, die Farbe wirklich relativ gut zu verdünnen, denn umso dünner die Farbe ist, umso schöner lässt sich das Ganze dann auftragen, beziehungsweise umso dünner lässt sich das Ganze dann auftragen. Als nächstes fange ich an, mit Schwarz die Outlines zu ziehen. Bei den Outlines natürlich auch wieder darauf achten, dass das Ganze relativ dünn wird. Einmal das ganze Konstrukt schwarz umranden. Ihr müsst das natürlich nicht tun. Ich mache es aber immer ganz gerne, weil dann kommt es ein bisschen besser raus und man sieht es natürlich auch besser. Auch wieder ganz leicht mit dem Pinsel auf den Nagel drücken. So ein Schneemann ist natürlich nicht perfekt rund, deshalb
wenn ihr leichte Zitterer drin habt, ist das nicht ganz so schlimm. Dann bekommt er natürlich noch einen Zylinder. Beim Zylinder einfach einen Strich machen und dann oben noch so ein Viereck draufsetzen. Und dann kriegt er natürlich auch noch Augen. Zwei an der Zahl. Schwarzen Punkte so ein bisschen halbkreisförmig anordnen, damit das Ganze so ein bisschen 3D-Look bekommt. Dann kriegt er natürlich noch ein Lächeln, ganz wichtig. Als nächstes mische ich mir dann noch ein helles Blau an, um noch so ein bisschen Tiefe in das Ganze reinzukriegen und das Ganze noch so ein bisschen zu highlighten. Das wären jetzt so leichte Schatten auf einer Seite des Schneemanns. Dadurch bekommt das Ganze ein wenig Tiefe. Da der Schneemann natürlich auch auf irgendwas stehen muss, machen wir noch so eine kleine untere Linie dran mit dem ganz hellen Blau und dann mache ich das Ganze noch ein bisschen mit Weiß und vermische die beiden Farben ein wenig ineinander, damit da so ein kleiner schöner Farbverlauf entsteht und das Ganze ein wenig unruhiger aussieht, weil Schnee ist ja nicht unbedingt gleichmäßig. Zum Schluss bastel ich noch in den Hintergrund ein paar Tannen rein, die so ein bisschen zugeschneit sind. Dazu einfach ein Dreieck hinmalen und so ein paar wilde Striche reinziehen, die nach unten zeigen. Und das Ganze dann noch mit Weiß ein wenig verzieren. Und das war es dann auch schon mit unserem Schneemann. Das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Paint Day. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ganz gut erklären, so dass ihr das zu Hause relativ einfach mit ein bisschen Geduld und Übung nachmachen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Kommentare sind auch sehr gerne gesehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.